Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Gut, wir probieren jetzt einfach mal gegen jemanden zu kämpfen, und zwar gegen den. Gegen Kyrgo. Probieren wir einfach mal. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Nee. Und erzähl mir was von draußen. Nein, wie du ich will willst. Gegen dich kämpfen, jetzt. Ich bin bereit, wenn du es bist. Lass uns kämpfen, Folge bist du mir. Bereit? Jetzt, wo du bei mir bist. Anruf wollen wir es von mir. Dann wollen wir mal. Lass mich in Ruhe. Möge der Bessere gewinnen. Oh Gott. Okay, schaffen wir noch gar nicht. Glaubst du? Nein, ich glaube gar nichts. So, jetzt gehe ich zum Sumpflager. Erstmal noch eine Runde schlafen, würde ich sagen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Lass uns gehen. Bis morgen früh. Einfach einen Tag durchgeschlafen und jetzt sind wir bereit für neue aufregende Quests. Immer wieder dieselbe. So. Aber wir könnten noch mal Fleisch braten, fällt mir gerade so auf. Ja, dauert einen Moment, ne? Kennt ihr? Ich weiß gar nicht, wie viel Fleisch wir jetzt hatten. Aber sehen wir jetzt, wie viel gebraten ist. Wie viel gebratenes Fleisch wir jetzt haben. Ich glaube, vorher hatten wir noch so 20 oder so. Nicht mehr ganz so viel. Weil für uns zurzeit ist ja gebratenes Fleisch eigentlich super, so zum Heilen. Oh. Wir haben eine Stachelkeule. Und die bringt sehr viel mehr. Das ist cool. Woher haben wir die? Ich habe keine Ahnung. Ach, von dem Typen aus dem neuen Lager, oder? Das kann sein. 80 haben wir jetzt. Das passt aber auch gut zu dem... Das passt gut zur Rüstung, wisst ihr? Also jetzt ist das Outfit komplett. Einen Hut bräuchte ich noch. Okay. Ich fand, unser Schwert sah ein bisschen hübscher aus. Aber es passt besser zum Outfit, ja. Und deswegen tragen wir das. Um mal alle Klischees zu bedienen. So, dann laufen wir mal hier ein bisschen durch den Wald. Ach nee, da vorne sind die Warane, ne? Da müssen wir... Okay, der Boden ist weg. Und da sind Moderate. Oh, wir sind jetzt bei Folge 23. Oh, und dort ist der oder ein berüchtigter Schattenläufer, was ich gemeint habe. Sehr gefährlich, sehr stark. Nicht zu uns. Gut, probieren wir uns mal mit den Varanen aus. Mal 23. Speichern. Ich
reg mich da immer so ein bisschen auf, wenn ich irgendwie einen Satz anfange und den nicht richtig beende. Und ich kann mir vorstellen, dass es euch genauso geht. Dass ihr euch dann auch ziemlich aufregt, wenn ich irgendwas anfange und dann nicht beende. Aber manchmal ist man dann halt so im Spiel drin, dass man ja gar nicht richtig reden kann. Das merke ich immer wieder und dann fängt man irgendwas an und hat es dann schon wieder vergessen irgendwie. Ist schon nicht so einfach. Waren das nicht vier? Ist der andere runtergerutscht? Da sind die Goblins. Habe ich schon erzählt. Dass das eine Goblin-Höhle ist. Eine relativ große sogar, soweit ich weiß. Da liegt eine Pfeife. Und da sind Orks. Ich weiß nicht, sieht man von hier aus einen Ork? Ich fand diese Brücke hier schon immer ziemlich unheimlich. Komm, wir schauen mal. Hier ist kein Ork. Was ist da denn los? Was steht hier unten? Okay, Kapitel 1. Also das Tor da unten ist zu, aber stehen noch keine Orks. Das wusste ich nicht. Interessant zu wissen. Also sie sind noch nicht ausgerückt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht spoilern, aber naja. In ein bisschen mehr aufgelöst, bisschen besser Grafik, sieht das glaube ich echt cool aus. So hier der Wasserfall. Oh, so ein Gothic Remastered. Das wäre schon cool. Schauen wir mal kurz hier nach oben, ob hier noch ein paar Varane sind. Ich nehme mal kurz ein Fleisch. Wow, hier sind echt viele. Ich finde es cool, wie viel wir von denen auch schon schaffen. Vorletzte Folge oder vorvorletzte Folge in etwa, da haben wir einen gerade so geschafft, als wir das letzte Mal im Sumpflager waren, in dieser Aufnahmesession. Und jetzt schaffen wir einfach schon, wie viel werden das sein? 6, 7, nee, 8 Staffeln, glaube ich. Oder 4. Hier pro Gruppe. Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Also 3 pro Gruppe.
Okay, wir schauen natürlich noch ein bisschen weiter, ne? Schauen mal, ob wir vielleicht etwas finden oder so ähnlich. Okay, weiter schauen wir nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist, was für ein Tier das ist. Ich glaube, die kommen nicht ganz so oft vor. Oh, oh, oh. Wir müssen hier weg. Gut, dann gehen wir mal zum Sumpflager. Oh, Blutbuchensamen. Was ist das denn? Also wohl Samen von Blutbuchen. Um mir das mal selber zu beantworten. Die Frage ist eher, was man damit macht. Mana-Bonus. Ach so, einfach essen. Jetzt haben wir hier den ganzen Weg ausgeräuchert. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt im Sumpflager erwartet. Zu wem genau sollen wir gehen? Mordrak hat die Guruschein eine große Beschwörung vorzubereiten, nicht Verschwörung. Aber was dran ist, sollte ich genau in Erfahrung bringen. Okay, dann gehen wir vielleicht mal zu Cor Kalom oder zum jetzt vor den Tempel, zum Tempelvorplatz. Wir können erst zum Tempelvorplatz und dann zu Cor Kalom. Das ist, glaube ich, vom Weg her ganz gut. Oh, okay. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Okay. Der Schläfer möge dich behüten. Kapitel 2. Das Nest der Mindcrawler. Wir sind in Kapitel 2. Das ist doch cool. In Folge 23. Puh. Okay, wir sollen zu Iberion, zu dem mächtigsten Mann hier im Lager. Wir haben die Ehre. Iberion höchstpersönlich hat mir die Erlaubnis gegeben. Lügner verlieren sehr schnell ihre Zunge. Also pass besser auf, was du sagst. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Okay. Speichern wir mal. Ich wollte heute eigentlich nur 3 Folgen aufnehmen und bin jetzt schon bei Folge 4 und ich glaube, ich nehme auch noch ein bisschen mehr auf, weil es macht gerade ziemlich viel Spaß, ehrlich gesagt. Ist gerade ziemlich spannend. Iberion. Guten Tag. Ja, setz dich erstmal wieder. Wir haben die erste Frau jetzt gesehen, Chani.
You're not allowed to talk to us. Oh, das war nicht übersetzt. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Ich erinnere mich daran. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Ich weiß auch noch so ungefähr, glaube ich, wo der war. Ich überlege gerade. Wollen wir vielleicht zuerst zu der Goblin-Höhle, um noch ein paar Erfahrungspunkte vielleicht zu machen? Ich glaube, das könnten wir mal probieren. Mal sehen. Erstmal suchen wir uns, glaube ich, ein Bett zum Schlafen. Mal sehen. War das hier besetzt? Ist egal, wir schlafen einfach darin. Ach nee, das ging ja nicht. Das Bett hat nicht funktioniert. Genau. Kann ich hier mal kurz reingehen? Schleiche kurz. Hör auf hier herum. Aber ich kann auch hier kurz mal ins Bett. Ich lege mich nur kurz hin. Nee, geht nicht. Das Bett funktioniert auch nicht. Hey du, hey du! Was machst du da? Blöd, dass die ganzen Betten im Sumpflager nicht funktionieren. Funktionieren die? Das funktioniert. Gut, dann schlafen wir bis Mittag. Welcher Tag ist heute? Der 10. Tag. Gut, und dann schauen wir erstmal zu den Goblins, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir die Quest da schon so schaffen. Und vielleicht können wir noch ein bisschen, wie gesagt, Erfahrung sammeln. Bei den Goblins. Sagt Lester da noch was dazu? Okay. Der Schläfer möge dich behüten. Dankeschön.
Lässt er es ihn lieber. Wir haben auch wieder 24 Lernpunkte. Gibt es vielleicht einen Kampflehrer im Sumpflager? Lehrer außerhalb der Lager. Lehrer im Sumpflager kennen wir nicht. Okay. Ach, schaut mal, hier können wir, hier wissen, oder hier können wir einsehen, was wir alles hier können. Bei Minecraft können wir die Zangen schon rausschneiden. Okay. Oh, es sind wieder neue Tiere da. Yay. Das heißt, das wird jetzt noch ein bisschen eine Kampffolge. Eine Kampffolge. Alle alleine. Und da vorne ist noch ein Scavenger. Ich merke immer, wie ich in Gothic immer leiser werde, weil ich einerseits bin ich so entspannt, also es ist so ein bisschen tranceartig, ja. Ich bin konzentriert und entspannt zugleich und deswegen werde ich dann immer leiser, weil ich so aufpasse und gucke und ja, überlege, was wir als nächstes machen sozusagen. Oh, das sind viele Hunde. Das sind sehr viele Hunde. Wölfe. Jetzt habe ich die auch noch beleidigt. Den ich jetzt. Oh, ein schwarzer Goblin, oder? Sind die böse? Okay. Dann glaube ich, lassen wir das doch. Aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu schwach. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Stärke oder sowas. Thank you.
Und ich wollte jetzt halt so ein bisschen farmen gehen, damit wir noch ein bisschen mehr, ein paar mehr Lernpunkte haben vielleicht. Schaut mal, wir haben ja schon fast die nächste Stufe eigentlich erreicht. Ich glaube, ich gehe tatsächlich nochmal zum alten Lager und werte meine Stärke mal noch ein bisschen, auf. Ja. Und vielleicht Einhänder nochmal. Wir haben hier noch eine Karte, Fokuskarte von Liberion. Da ist das Sumpflager. Ja, ich weiß noch so ungefähr, wo das ist. Also das habe ich tatsächlich noch einigermaßen in Erinnerung. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen shoppen. Vielleicht finden wir auch ein neues Schwert oder sowas. Was wir noch mitnehmen können, um einfach noch ein bisschen vorbereiteter zu sein. Und wir lernen ein bisschen Stärke noch. Nehmen mal 2 Fleisch, damit wir nicht sofort weg sind, aber ein bisschen sparen. Kommt der da weg? Kommt die Blutfliege da weg? Okay, dann machen wir es mit dem Bogen. Mir drüber gesprungen. Ich wollte da eigentlich drauf, damit ich die Flügel bekommen kann. Komme ich da hoch? Nein. Ah, hier. Von hier aus komme ich besser an die Flügel dran als von der Brücke aus. Natürlich. Nein, 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 nein. Das Schwert, das Schwert, das Schwert. Super. Dann haben wir doch noch das erreicht, was ich erreichen wollte. Und zwar die Stufe 8. Dort ist noch ein Scavenger. Gut, und dann lerne ich mal kurz etwas. Also ein bisschen was. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Weil wir sind schon wieder bei zu vielen Minuten. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.